herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Teil 3. Danix Truppen sind auf dem Weg zum Munitionslager im Waffenarsenal. Ich muss sie davon abhalten, die dürfen nicht an die fette Muni rankommen. Oh, mal schauen, was uns hier erwartet. Eine kleine Nebenquest. Ob man dadurch irgendwelche Vorteile hat, in der Story vorangetrieben wird, spätere Kämpfe werden, weil sie die Munition bekommen haben, kann ich alles jetzt so nicht sagen. Aber es wäre cool, wenn dem so ist. So, jetzt haben wir hier so ein Schiff, genau, richtig, das hatten wir gestern im Video uns angeschaut. Warum ist hier zu? Keep clear. Und hier ist er. Und wir haben eine neue Waffe bekommen, hier diese Sondenwaffe. Die hier keine große Wirkung zeigt, muss ich das mal ausprobieren. Vielleicht nur gegen bestimmte Gegner gut. Ansonsten machen wir mit unserem Plasma-Cutter weiter. The Ultimate Weapon. So, da hinten sehen wir schon was. Wer alles hätte natürlich. Ist da nichts drin? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob diese Projektile sie auch irgendwie mal was aufhalten. Ah, das ist schon effektiv, definitiv. Aber ich glaube, das ist länger als mit der anderen Gun, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Stase-Verstärker. Fein. Ich weiß nicht, ob hier eine Stase mit sogar dran ist oder sowas. Das sind ja irgendwelche blauen, funkenden Teile. Okay, da fehlt uns wieder eine Karte für. In Bearbeitung. Dass wir reingehen. Und der Kampf gegen dieses Mistvieh war natürlich auch ein ewiger Kampf gewesen. Ich müsste mal rausfinden, ob es nicht irgendeine ultimative Waffe gibt. Also wenn ich aufhöre, Feuer zu drücken, braucht der lange, um wieder zu schießen. Aber es macht schon Spaß, mit dieser Wumme rumzuballern. Die gefällt mir jetzt sehr gut. Ja, sie hat fast den Schaden von der anderen.
Warum kann ich das nicht mehr nehmen? Munitionsclip voll. Echt jetzt? Also man sollte jede Menge Stase auf jeden Fall dabei haben. Kriegt man hier ein richtiges Problem, wenn wieder dieses Mistvieh kommt. Und hier müssen wir uns wieder durchhacken. Schauen wir uns erstmal hier drin rum. Ich muss bestimmt da hinten lang. Ja, kein Platz mehr. Auf jeden Fall meine neue Lieblingsprobe. Macht richtig Fun, damit rumzuballern. Weg an der Stelle. Oh, ich brauch Freiraum. Mistviecher. Aber das Gute ist, wenn wir Lebensenergie verlieren, können wir wieder ein bisschen Platz schaffen. Okay, der ist von da oben runter geplumpst. Irgendwas hinterlassen? Nö. Ich will sie alle. Auch noch die letzte Kugel, Private. Tut mir leid, General Mahat, Sir. Aber ohne die Schlüsselkarte... Wie heißen Sie, mein Junge? Kaufmann, Sir. Private Tim Kaufmann, Sir. Mögen Sie Kartoffeln, Tim? Ja, Sir. Schätze schon, Sir. Gut, denn wenn Sie die verfluchte Schlüsselkarte nicht finden und diese Munition nicht bis Sonnenuntergang in einen Zug geladen haben, werden Sie für den Rest Ihrer erbärmlichen militärischen Laufbahn gottverdammte Kartoffeln schälen. Mhm. Wir müssen diese Karte kriegen. Wir haben schon zwei Türen gehabt, wo wir nicht durchkamen. Ich hoffe, ich vergesse das in den nächsten Stunden nicht. Ich da nochmal hin muss. Überprüft die Konsole! Die Schlüsselkarte ist hier irgendwo. Was ist denn so Wichtiges im Zugdepot? Waffen. Und wenn er sie vor uns findet? Dann wird niemand wiedergeboren. Also sucht weiter. Da oben! Ich sehe ihn! Er ist auf dem Steg! Wartet! Hier unten ist noch was anderes! Passt auf! Passt auf! Tötet sie! Tötet sie! Rexa! Rexa!
mal die, glaube ich. Munition. Wir brauchen irgendwie eine Bank, um ein paar Sachen ablegen zu können. Mist. Das ist ganz schlecht. Da ist die Schlüssel. Die gute Nachricht. Ich habe die Schlüsselkarte zu einem Waffenlager. Super. Lassen Sie sich nicht umbringen, bevor Sie sie nutzen können. Danke, Carver. Eine Nachricht. Der Befehl des Generals wurde ausgekürzt. Shit. Wie ist das hier? Junge, wissen Sie denn nicht, was los ist? Vergessen Sie es. Laden Sie einfach alles in den Zug. Sie können es früh genug kommen. Ja. So, die Nachricht hören wir uns nochmal an. Der Befehl des Führers wurde ausgekürzt, Sergeant Webber, Sir. Tippen Sie das wieder abzeichnet? Sir? Ist das Ihr Ernst? Junge, wissen Sie denn nicht, was los ist? Nein, Sir? Vergessen Sie es. Laden Sie einfach alles in den Zug. Sie finden es früh genug raus. So, wieder hoch und die zwei Türen natürlich abklappern. Ich glaube, bevor ich hier weiter renne, renne ich mal zurück zu einer Bank. Ich muss sowieso noch. Der will bestimmt, dass ich da durchgehe, ne? Genau. Das werden wir nicht tun. Wir haben nämlich noch eine andere Tür, die wir uns auch mal anschauen werden. Und da kommen wir auch automatisch dann nochmal zu einer Bank. Natürlich, dass ich da lang gehe. Störung. Plans. Das war das Problem. Hier kamen wir doch her, oder? Naja, wir sind hier ganz woanders wieder. Mist! Wahrscheinlich wäre um die Ecke schon längst eine Bank wieder gekommen, wäre ich einfach die Hauptstory weitergefolgt.
Nein. Huch. Da haben wir hier so ein Artefakt bekommen. Gedankentagebuch. Schüler Charles Lafayette. Tag 35. Wie ich zu meinem früheren Zeitpunkt in meinem Gedankentagebuch festhielt, haben die Ereignisse in der Lunar-Kolonie New Horizon meinen Glauben erschüttert. Glücklicherweise hat Rick, mein spiritueller Mentor, mein Tagebuch überprüft und mich für ein paar aufmunternde Worte zur Seite gezogen. Er erklärte mir, dass das, was wir tun, ein schmerzhafter, aber nötiger Schritt sei, die menschliche Rasse vor dem Tod der Zerstörung zu retten. Die Todesfälle, so sagte er, sollten mich nicht beunruhigen. Wenn wir unseren Job machen und die wahre Konvergenz herbeiführen, werden alle, die gestorben sind, zu uns stoßen und gemeinsam werden wir dann die Schmerzen und unsere niederen menschlichen Schwächen überwinden, um etwas Besseres, Reineres, Vollkommenes zu werden. Während ich hier sitze und mir in einem jahrhundertealten Bunker auf einer Alienwelt den Arsch abfriere, spenden mir diese Worte Trost. Wer weiß, vielleicht werde ich ja derjenige sein, der Clark tötet. Und wenn dem so ist, werde ich vielleicht auch einen besonderen Platz einnehmen, wenn die Konvergenz kommt. Ein Platz in der Nähe einer Heizung wäre mir sehr recht. Mistvieh! Mistvieh. Definitiv. Was ist das? Wir können hier was hacken. Warum können wir hier was hacken? Wir können auch einfach wieder zurück. Sehr strange. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Seltsam. Also von da sind wir gekommen. Sehe ich das richtig? Dass wir auch keine Map haben, verdammt. Energiestörung. Tja, wir kommen wohl nicht weiter zurück, so wie es aussieht. Wir haben auf jeden Fall die Schlüsselkarte jetzt, um hier durchzukommen. Also ich hätte ganz klar den normalen Weg folgen sollen. Mist. Jetzt bin ich schon mal hier. Waffentor. Ja, Inventar voll. I know. Der will aber trotzdem jetzt das spielen. Seid still! Das ist sehr seltsam, dass ich hier jetzt hin soll. Ich verstehe nur Bahnhof. Wir fahren jetzt zurück dahin. Was sagt denn die Zeit? Ich würde sagen, ich mache einen Break und renne einfach zurück zu der Stelle, wo ich hin sollte. Und dann folgen wir da dem Weg. Ich glaube, das hier ist einfach nur der Weg zurück, den ich hätte nehmen können. Ich habe keine Ahnung. Wollte ich mal wieder schlau sein, aber nein.
Bis demnächst, euer Jojo.